Was geht ab, meine lieben Freunde der guten, gepflegten Unterhaltung? Ich bin wieder da. Ich war nie weg. Chat, ich war einfach nie weg. Perfekt, so. Animierte Emotes können anscheinend deaktiviert werden. Nein, will ich nicht. Ich will eventuell mal animierte Emotes haben. Weißt du, wer will ich mal animierte Emotes haben? Emotes animieren? Ja, natürlich. Warum sollten wir keine animierten Emotes wollen, Chat? Das verstehe ich nicht. Wieso ist mein Headset so leise? Ich glaube, so war das alles richtig eingestellt. So. Heftig. Ja, wenn ich heute teilweise doof gucke. I'm sorry. Meine Brille ist in der Reparatur. Genau. Scheiße, ist mir warm, Alter. Chat, ist euch auch so warm heute? Das ist doch nicht mehr feierlich, Alter. Das ist nicht mehr feierlich. Erstmal das gelesen, markieren, zack. Okay. Diese Temperaturen sind einfach nicht zu mich. Einfach nicht zu mich, Chat. Oh Gott. Ich bin öffentlich gemacht. Oh mein Gott. Jodi, 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 Alter. Was eine Sache das. Ich habe heute akuten Nachholbedarf, irgendwie. Also was das Zocken angeht, habe ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich muss es einfach nachholen, gefühlt. Gefühlt fehlt da was. Jetzt vorhin bin ich jetzt auch really sad, da ich Village durch habe. Das macht mich so ein bisschen... Ja, doch. Noch. Das ist schon deprimierend irgendwie alles. Aber hey, dafür kann ich mich jetzt auf die nächsten Resident Evil freuen. Aber heute geht's erstmal weiter mit Nathan Drake. Drake. Und guck mal, wenn wir die Resi-Reihe durch haben. Als nächstes wäre ja die Origins Collection 2 und 3. Aber erstmal gucken, wie mich die Spiele anpacken. Dann haben wir ja noch The Evil Within, was auch eigentlich gar kein Spiel für mich ist. Aber hey, muss man alles mal erlebt haben, ne? So, und jetzt? Ach komm, Chat, ich fange heute gleich an zu zocken. Uncharted. Greg's Fortune. Shiggy, was geiten, Diggi? Was geiten, Digga? Du bist heute wieder perfekt dafür, dass ich gleich wieder perfekt anfange zu zocken hier heute, Digga. Du hast es einfach raus, Alter. Du bist einfach der, der es raus hat. Du bist ultra Shiggy. Was geht? Moin. No, just chatting is way better. Ah, ja. Just chatting geht auch schon durch. Also ich chatte auch echt gerne, muss ich sagen. Also ich mach teilweise auch echt gerne Just Chatting, ne? Also das muss ich echt sagen. Aber es ist ja ein Gaming-Kanal, so, ne? Weißt? Von daher muss das mit dem Gaming ja auch alles passen. Wie lief dein Stream heute eigentlich? Ja. Love Just Chatting. Easy. Das Chatting ist halt einfach Liebe. Was ich schon haben noch kann. Also Dreieck. Entspannt, nice.
Ja, warum denn Dreieck, wenn ich es endlich aufkriege? Entspannt ist. Streams sind immer die besten, Dinge. Und die habe ich doch alle schon weggemacht hier. Wenn ich irgendwo. Hast du jetzt davon, Mio? Weil Just Chatting ist auch echt einfach die Liebe, Digga. Just Chatting fühlt sich auch teilweise, kann ich, also. Wie gesagt, normalerweise ist meine erste halbe Stunde auch immer Just Chatting. Aber heute dachte ich mir, ich habe irgendwie einen Zug. Ich muss einfach zocken, Digga. Ich brauch's heute einfach. Ich weiß nicht, das ist manchmal ganz komisch. So wie meine Stimme, die weiß auch gerade nicht, gar nicht, wo sie hin will. Gar nicht. Ich bin auch eigentlich nicht so der Horrorspieler. Also ich kann sowas auch eigentlich gar nicht. Ich bin froh, dass ich Village durchgekriegt habe. Hier Spacko. Also für sowas wie Resident Evil muss auch recht geboren sein. So. Ich bin es auch eigentlich nicht. So Horrorfilme gucken ist wieder was anderes. Aber zocken. Da muss man echt schon Nervenausstrahl haben, finde ich so teilweise. Ja, von wurde er dann am Gang geschlossen. Wie fühlt sich das an? Wie gesagt, mal geht's durch. Mal geht's durch. Deswegen ist es ja auch zum Glück nur einmal in der Woche. In St. Jesse, was geht ab? Jesse Line. Aber ich fühle sowas wie Uncharted halt mehr so, ne? Uncharted ist halt Uncharted und das ist cool. Und was ich fühle, ist Pokémon, Digga. Pokémon fühle ich safe. Was zum Geier? Der Typ hat ein Geschütz. Ja, ist klar. Ich finde das auch nicht. Echt nicht? Ja, das ist doch nichts anderes als ein Tomb Raider, Digi. Willst du Tomb Raider nicht? Wir sind denn überall MGs? Ich bin jetzt so der diese Games. Wer heißt Games? Diese Art Bond Game? Ach so, Art Bond? Du meinst James Bond? Kann sein. Junge, hau mal ab mit deinem scheiß MG, Alter. Du gehst mir voll auf den Piss damit. Also von, diese Art von Games. Echt? Ja, okay, ich hab's mitgekriegt. Du bist eher so der Mario-Vertreter, Digga. Aber ist Mario ist doch auch cool. Mario halt, ist, ne, halt. Mario ist Mario, Digga. Ist cool. Ist halt unsere Kindheit so. Und wer sagt, dass Mario nicht Bob? Der hat irgendwas, der hat auf jeden Fall safe irgendwas im Leben verpasst, so. Weil wir sind alle mit dem Scheiß groß geworden. Wenn der mal mit dem Scheiß MG abhauen jetzt. Wieder hoch. Ja, sauber. Ja, aber hey, Mario, ne? Mario ist echt ultra. Wie gesagt, hätte ich eine Switch, würde ich auch echt Pokémon und so streamen, ne? Hätte ich voll Bock drauf, Digga. Du bist doch eben auch. Wollte ich sagen. Ja, wie soll ich denn da reinkommen? Ach, jetzt weiß ich es wieder, ja. Jetzt an den Speicher hier? Jemand, merkt doch was. Ja, gespeichert, okay. Ja, du bist ja, wie gesagt, echt so eher der Nintendo-Vertreter, Digga.
Ja, wie gesagt, hätte ich einen Switch, ich würde es genauso machen. Auf jeden Fall. Und ich bin jetzt hier gerade ein bisschen lost. Also wie das hier, soll ich da unten rein? Was ist das für eine Waffe? Nee, die will ich nicht haben. So wie zum Beispiel mein Insane Jesse steht voll auf God of War. So ist halt auch cool gemacht, muss man sagen. Aber halt auch nicht für jeden was. Und da finde ich das wieder geil, dass jeder Game anders ist. Nee, garantiert, ich denke nicht dran. Ja, versteck dich ruhig hinter deinem Scheiß in mir. Hör das zumindest dreimal deinen scheiß Kopf. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich glaub, oh, ohne Brille bin ich richtig aufgeschmissen heute, Chat. Schießen Sie auf das Fass. Was? Ernsthaft? Schießen Sie auf das Fass. Danke. Hätte man mir das nicht früher sagen können, Alter, und ich struggle mir hier ein zurecht, Alter. Ey, ihr Kacklappen. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Ernsthaft? Und einer? Verdammter Mist, wo kommen die alle her? Ich hab den. Du bist tot! Halte ich eher für eine Lüge. Das war ein Headshot. Und dann auch eine Dodge Roll. Safe sind die alle gegen mich. Mit 300 Pumpe, das ist nicht gut. Hä? Junge, ich komm gar nicht so schnell her. Kommt ja leer. Ja, oh, fuck. Missgeburt. Schweinebande Pisser. Ich hasse so einen Menschen wie die. Gibi! Sauber durch die Stirn, sagt er doch. Hat er doch gesagt, oder? Die wissen, dass die voll nerven. Hat er sich gerade hingelegt? Hat er nicht gemacht. Was? Er schreibt erstmal Schäge. Schäge, Schäge. Du darfst dich schlagen. Wo kommen die anderen Spackos her? Oh, ernsthaft? Ernsthaft? Ja, shit! Meine Tochter will jetzt irgendwas?
Was ist für ein Keller? So, ey, das ist immer noch so warm hier in diesem Room. Heftig, Mann. Okay. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich hab keinen Bock, schnell abzugehen. Hä, warum komme ich da nicht hoch? Hä? Was ist das für ein Blödsinn? Ah! Guck mal, so wird ein Schuh raus. Aber halt so eine Rätselspiele machen immer Spaß, finde ich. Wo man so ein bisschen denken muss. Denken ist immer gut. Mal eine AK, die will ich nicht haben. Ah. Button smashing, nice. Button smashing, gut. Okay. Da kann ich den Button aber nicht smashen. Ah. Guck mal. Und jetzt aber. Zack, 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 zack. Jetzt, und dann komme ich da wahrscheinlich gleich hoch. Schlau. Schlaues System. Dann darf ich jetzt hier hoch. Aha, guck mal an. Ich habe das Gefühl, ich habe Schätze übersehen. Ob ich unten. Kann er eigentlich tauchen? Okay, Drake kann nicht tauchen. Schade. Schade, Drake kann nicht tauchen. Das wäre natürlich echt cool gewesen, wenn er tauchen könnte. Ich versuche gleich so viele Schätze auf First Frame zu nehmen, wie es geht. Das reicht laufen, so ist nicht. Weil wir Waffen hier. Die Schätze sind ja teilweise auch echt gut versteckt. Und einige sind sehr, sehr offensichtlich. Hey, Elena, wo bist du? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Elena, hallo. Ah, Moment mal. Hä? Was kann in dem Turm so wichtig sein? Ein Schlüssel, würde ich da mal behaupten. Verdammter Mist. Warum ihr Spacken denn her? Na toll. Da ist er. Hey.
Er wird einen Headshot, natürlich. Ja, ich will die Granaten in dem Junge. Wir verlaufen jetzt raus. Ich finde meine so gut wie gar nichts, ey. Krass. Von wo? Nie in Deckung gehen. Aber wenn der überlebt, hätte ich gelacht. Ein richtiges Fadenkreuz wäre eigentlich mal schön. Okay, bis jetzt habe ich sie alle weg. Schade, dass er nicht so crouchen kann wie Lara teilweise. Oder nur Lara, weil Lara kann ja auch nur crouchen teilweise. So. Warum hat der andere Dudi keine Waffe fallen lassen? Uncool. Wie lange wir den nicht haben? Ich bin doch jetzt in dem Turm, oder nicht? Bin ich noch nicht in dem Turm? Chat? Doch, oder? Aha, was ist das? Ah, okay. Boah. Locker werden wir gleich eine Armee von Gegnern finden. Okay. Ah ja, guck mal, so wird ein Schuh raus. Okay, das kann man nicht kaputt schießen. Schade eigentlich. Hä? Hä? Als ob. Wieso? Zum. Einfach nur ein als ob. Komm, ich drück sprinten, er will nicht sprinten. Was stimmt denn mit ihm? Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Was ist denn das für ein Symbol? Ja, wahrscheinlich das Symbol. Nur das ist wahrscheinlich der Turm, Eingang. Oder was Spezielles für tun musst, Drake. Ja, ist klar. Ich hätte jetzt echt gemeckert, hätte er es nicht geschafft. Dann hätte ich echt gemeckert. Es wird auf jeden Fall irgendwas damit zu tun haben müssen, dass ich das runterschießen muss, weil das könnte dann ungefähr daran fliegen. Ja, boah. Boah, am Arsch. Ja, tu nicht so. Warum hält er sich denn da nicht fest, der Bastard? Und draufschießen kann man hier anscheinend auch nicht. Ja, bringt auch nichts. Motz. Oder soll ich jetzt hier dran irgendwie... Hau auch nicht hin.
Ernsthaft? Ernsthaft jetzt, Chat? Oh. Was? Das ist ein Witz. Weil das scheiß Mikrofon im Weg ist. Ich hab nicht Witz. Wo ist jetzt, weiß ich jetzt, welche Taste ich drücken soll. Dreck. Warum habe ich auch mein Mikrofon so scheiße platziert? Okay, es ist heute zu warm zum Zocken. Junge, ich drücke X, du Penner! Stimmt nicht mit dir! Spacko! Kack, Spacko, Alter. Viermal X gedrückt. Jetzt habe ich einen richtigen Knopf. Geht doch. Endlich. War mal Zeit. Nach Jahren des Wartens. Kann das sein, dass er irgendwie geistig zurückgeblieben ist? Alles klar, wohin? Hä, wo soll ich hin? Oh, Junge. Der Typ macht mir noch einen Herzinfarkt, Alter. Eines Tages kriege ich noch einen Herzinfarkt von dem Typen. Okay. Digga, reiz mich nicht heute. Wage es dich, Drake. Aha. Ich bin so frei. Danke. Danke für den Schlüssel, Digga. Aber ganz ehrlich, einen Schatz hätten die mir noch hinlegen können. Halt dich nicht fest, du elendiges, dreckiges Stück. Ich bin so frei. Danke. Stimmt nicht mit ihm. Ach, jetzt kann er sich auch mal festhalten, oder was? Ein Kacke, der Alter. Moin, Vanillis, was geht ab, Alter? Was geht ab? Geht dein Internet heute endlich? Nice, nice. Endlich geht Vanillis Internet, mein Chat. Nein? Ah, guck mal, jetzt haben wir den richtigen Schlüssel. Okay. Jetzt haben wir den richtigen Schlüssel, Chat. Die besten die was? Ah, du bist mit, okay, mit mobilen Daten. Dann datiere mal nicht zu viel. Sonst hast du für die nächsten Streams nichts. Die Kameraführung, ne? So toll. Wo zur Hölle ist sie? Ich will die Granaten haben. Aber Vanillis, du hast die besten Momente schon verpasst, ey. Ich habe schon fleißig geflucht.
Nach lange mal wieder. Oha, der macht aber einen schönen Salto. Nice, die Waffe behalte ich. Nice, die Waffe behalte ich safe. Wieso das denn? Ja, weil der Typ hier nicht so wollte, wie ich wollte. Er wollte einfach nicht so, wie ich wollte. Deswegen musste ich ihn mal kurz in die Lüge legen. Oh Mann. Spring an. Doch, das Fenster ist offen. Nein, ich werde so sterben, ich werde so sterben. Ist es auch. Ich gehe auch fast ein. Heftig. Heute der Typ mit seinem Scheiß am Gitter, ne? Ist noch irgendwo so ein Scherz, kriegst du auch nicht schief. Oh Mann! Doch, weil jedes Mal hier verrecke ich. Die übertreiben es auch von den Gegneranzahlen hier. Jetzt aber. Meine Fresse. Oh, keine Waffen hier. Wieso will man nicht keine Waffen? Ich glaube, komm. Okay. Ja, noch mehr zu klicken, klar, noch nicht. Ach man, hier, wieso ist da oben ein Typ mit einem scheiß fucking LMG? Und das ist auch nichts, wie man das LMG irgendwie ausschalten kann. Das scheiß Teil, ne? Wo ist was laut? Das ist meine Konsole. Ja, weil ein CD im Laufwerk drin ist. Dieses LMG geht mir so auf den Sack. Er kann durch Steine schießen. Ja, er kann einfach durch Steine schießen. So, jetzt habe ich das LMG ausgeschaltet. So.
bis jetzt war es wohl besser. Okay, ich kann auch im Mund jetzt wieder haben. Oh, okay, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Na komm. Die Waffe gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die muss ich behalten. Ich hätte nur noch drei Kugeln. Und die Musik sagt, es geht noch weiter. Solange diese Musik ist, weiß man, dass immer noch Action ist. Ich hab keinen Bock auf diese Action hier. Zu viel Action. Mit dem scheiß LMG. Ja, warum? Ah, okay. Interessant. Sogar auf einem richtigen Weg genommen diesmal. Nice. Nee, die Waffe kannst du behalten. Komm, wir leben. Ja, bitte. Er läuft mir einfach in den Schuss rein. Perfekt. Und wie kommen die denn hier rein eigentlich? Wenn ich mal, also ich darf mal fragen, ne? Wir sind hier in einem unerforschten Gebiet, ja? Also, wie funktioniert das? Machen wir die Musik wieder. Mhm. Ah, ich laufe jetzt einmal rum, okay. So gefällt mir das schon besser. Das gefällt, das macht Spaß. Wie jetzt? Jetzt, wo Spaß macht, hören die auf, oder was? Oha, hey Johnny, was geht ab? Schön, dass du uns auch mal erreichst. Wir freuen uns. Da lag ein Schatz. Silberner Tairona. Achso, die Tairona, alles klar, ja. Okay. Was geht ab, Johnny? Nach langem wieder einen Schatz gefunden. Cooles Ding das. Ein paar Gegner können, die Gegner können jetzt auch mal ein bisschen wegbleiben, langsam reicht's. Die sind nicht spanisch. Die sind englisch. Ja, viel zu warm, Mann. Viel zu warm. Ich gehe hier auch kaputt. Wow. Ich gehe hier drin kaputt. Wir sind zum großen Turm gegangen.
Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake. Wow. Du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? Mach keine Gefangenen! Och man. Oh Mann. Das hat ihm auch nicht, will kann auch nicht sein. Ich frage so, bin ich jetzt hier richtig? Leben nur von 5. Ja. Ventilator richtig nice, ich muss mir auch hinzulegen. Auf jeden Fall, ich brauche einen Ventilator, so viel steht fest. Da liegt was, da liegt was. Da liegt was. Ich will keine Waffe. Oha, nice. Das muss Drakes Turm sein. Wie zum Penner, wie zum Scheißfick kommen die hier rein? Hau doch mal ab hier. Dank ab, Junge. Dank ab. Oder war er hier nicht schon? Gefühlt war ich doch hier schon. Und über den Turm komme ich bestimmt wieder durch so eine Kletterpassage. Was hat mir ein gekauft? Ja, nee. Kleine Ventilatoren sind sowieso immer die cooleren, finde ich. Als ob ich jetzt so um die Grand käme. Jetzt mal ernsthaft. Also könnt ihr so machen. Keine Ventilatoren. Keine Ventilatoren sind gute Ventilatoren. Ich hab gebrochen, dass hier ein Schatz liegt. Goldenes Lama. Goldene Lamas sind immer cool. Schatzsucher Amateur. Als ob er mal einen Baum in den Weg versprengen würde. Und eins und zwei und. Hä? So, Chat, wollen wir denn die kommen gleich wieder gegen? Wo kann sie sein? Elena ist schon ordentlich los. Oder will mir jetzt sagen, dass ich hier runter soll? Hä? Was? Schon wieder. Warum bist du immer am Essen, wenn ich stream? Also gleich reicht's mir. Was ist das für eine befickte Steuerung? Jetzt mal ernsthaft. Ich kann doch nur darüber springen. Das ist doch sogar schon vom Kantenmaler vorgegeben, Mann. Der will mich verarschen. Ich will ja nicht hoch, ich will nach unten, du Arsch. Ernsthaft jetzt? Anstatt dass er nicht einfach, er kann nicht einfach gerade rüber springen. Nein, er muss. Er muss da so komisch springen. Jetzt? Oh, Junge. Ich krieg bei dem Pisser hier noch irgendwann einen Herzinfarkt. Irgendwann ist es soweit. Da krieg ich einen Herzinfarkt bei dem Burschen hier. Oh. Andere Seite, ja. Wir schon links oben.
Dann sieht ja alles so schön aus. Dann zieht das ja nicht im Sommer. Im Sommer, also im Sommer ist das, der Wind auf jeden Fall cool, der durch diese kleinen Fenster kommt, ne? Aber im Winter schwimmt mir das ein bisschen scheiße vor. Ich will ein Schatz. Oha, schicke Aussicht. Nice view. Das war bestimmt Dreys. Was hast du wohl gesucht? Hm? Guck doch einfach mal so ungefähr auf den Tempel da drüben. Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Ach, dir auch. Oh, sie haben nie abgelegt. Oder nie angelegt. Nina. Hey, da ist sie. Aufgepasst. Nein. Also man kann nur einen erwischen. Okay, dann gehe ich jetzt mal vor. Ja, mir ist auch voll warm, Johnny. Mir ist auch unnormal warm, Alter. Was habe ich heute gegessen? Ich habe heute nur zwei Portionen Spaghetti Bollo gegessen. Nur zwei Portionen. So, ich gehe jetzt schnell eine rauchen. Und dann geht's gleich weiter.
Die einzige Erklärung dafür, Moment mal, was ich eigentlich sagen wollte, oder wie ich anfangen will. WLAN ist logischerweise verbunden, weil du WLAN anhast und mit deinem Router verbunden bist. So, das ist erstmal das Erste. Das Zweite, du meinst, dass er mit 1 und 1 verbunden ist. Ergibt auch Sinn. Aber ja. Aber das kennst du doch von unserem Internetanbieter. Wenn da mal kein Internet ist, oder wenn da mal krasser Wetterwechsel ist, dann spart's halt da wirklich rum, ne? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja. Ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Nein. Moment, bist du sicher? Los, auf dem Weg, Vorsor! Mach die verdammte Tür auf! Na toll. Ob man das liegen könnte, weiß ich echt nicht. Hey, Drake! Eddie Raja. Ich hätte es wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Ah ja. Geht dir nichts ein, Eddie. In deiner Branche. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lasse ich dich vielleicht am Leben. Eine goldene Waffe? Ach ja, das war's. Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben. Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehme jetzt sterben. Hör zu, du Made. Okay. Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Oh nein. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pilzen rausgehen. Und es kommt nichts raus. Oh, wann zieht das eine gute Frage? Ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Ah ja. Dai Gujing, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde dich finden. Glaub mir, was kann eine Frau allein schon ausrichten? Bankschaden in der Wand anreißen. Mindestens. Und? Komm schon. Danke. Hey, verdammt! Okay. Danke. Bukapinto! Aber das mit deinem, wie gesagt, das mit dem Internet ist, ja, wie gesagt, dass er verbunden ist, ist ganz klar. Weil du bist ja so oder so mit deinem WLAN verbunden. Deswegen, ne? Zeig dir auch, dass du mit WLAN verbunden bist. Lamp. Ja, aber dann du meinst halt dein Internet und wieder, ich kenne dich auch. Ha! Lamp. Du Spacko! Was kommt da denn? Hier ist der Junge. Kannst du mal ruhiger fahren, bitte, Elena? Danke. Danke. Noch besser. Was mit dem von hinten? Danke, so. Danke, das gefällt mir besser. Meine Fresse, hätten der Typ. Von wie zum Fick fährt Elena? Das andere links. Ernsthaft? Was, Rakete?
Oder weiter, dass er nicht klippen kommt, wenn er nach hinten guckt. Easy. Wie hat er das denn bitte gesehen? Nice. Ich hab's einfach drauf. Ach was. Sag bloß, hinter uns. Also das war nicht so richtig Gegend hier, ja? Nice. Jetzt sagt sie gleich wieder von links. Alles nicht schlecht. Halt die Karre doch mal runter, Elena. Ich hab ihn voll erwischt. Hey, ihr seid so schlecht, Jungs. Bam. Darf ich mir sie umdrehen? Hinten kriegen wir die Action mehr. Hä? Wo wollt er denn gerade hin? Ah, das gefällt mir, das Spiel. Sie können ganze Spiele so machen. Hab ich voll Bock drauf. Nice. Hallo. Was sieht der vorne denn? Hä, freut sich noch ein Vollgas. Was dieser Typ? Bloß ein alter Geschöpfer. Vorsicht. Oh nein. Festhalten. Festhalten. Danke. Ich kann ja noch vorwärts kommen. Nimm meine Hand. Take my hand. Take my hand. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nur ein Kratzer. Die Karre kommt nicht mehr vorwärts, Junge. Du hast eine Karre mit Heckantrieb geklaut. Wird nix. Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie. Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Einfach die besten Sprüche. Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Und wenn die? Der Typ spinnt. Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Ach was. Und sitzt hier fest. Nein. Also. Her mit der Karte! Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Einmal, jetzt kann er nicht perfekt. Und vorwärts kommt die Karre nicht raus, aber rückwärts ja. Los, los! Zum Knüschstand. Jetzt auf nach Atlanta, Alter. Wir müssen Schatz legen, wir müssen Schatz legen. Kein Schatz, verdammt. Damn, boy. Als ob er seinen Kopf nicht erwischt hätte. Natürlich habe ich keine Granaten mehr. Nein, woher auch. Jetzt aber. Oder? Immer noch nicht. Was? Das wird dir weh. Wow. Würde ich auch sagen, dass sie ihm wehtat. Ja, davon kann sie ausgehen. Wir haben ein paar viele Gegner, glaube ich.
Nee, die Scheiße. Da habe ich die AK. So schnell kommen wir zum Muni. Jesse, denk an das, was im Ofen ist. Das war ein Riesenfehler. Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück. Ja. Stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Klar, ich bin Nathan Drake, ich gebe immer auf. Johnny, was futterst du eigentlich schon wieder? Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los! Ach komm, du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Johnny, ich will uns einfach mal den Internetanbieter anrufen. Morgen. Gut, ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes Schatz? Ruf ihn einfach mal da. Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Hört zu. Wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Okay, dann streiten wir halt später. Halt! Nudeln mit Aktion suchen. Klingt nicht verkehrt. Diesmal fahr ich. Okay. Klingt gut. Was für Nudeln? Ich hoffe leckere Nudeln, weil wenn es keine leckeren Nudeln sind, macht es keinen Spaß. Diesmal verstehe das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Wir kriegen Gesellschaft. Ach was. Auf das Pass! Ernsthaft? Was ja. Was ja. Ja, Motor anrufen, fertig. Problem schildern und dann ist es fertig, der Lack. Kann man nicht einfach runter? Dann nur da. Das ist ziemlich auch so lange. Wo hab ich auch mal die Waffe her? Penne? Oh, wie, du schläfst. Das ist einfach Penne. Ach, was ist der Schütze? Aha, so geht's also auch. Wollen wir noch einen Gegner wegmatzen? Ein Small. Yeah, heavy and Small. Da drüben ist der. Das ist noch komplett abgegeben. Da war da kein Schimmer, wo ich lang muss. Und dann lassen wir auch keine große Hilfe. Fuck. Penne in Small? Small.
denn das für ein scheiß Level? Alter. Ey, Junge. Jetzt aber. Also nicht Mini, sondern nicht Mini, sondern einfach kleiner. Ich kenne keine kleinen Pferde. Ich kenne zwar schon viel Schweinkram zu essen, aber kleine Pferde noch sind nicht. Alter. Und jetzt? Da ist es! Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ich habe mal was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Ah ja. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich meine ja nur... Das Ding heißt Orca. Was ist passiert? Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Schon mal. Ja. Und wie erklärst du das? Übermenschlich. Danke. Magie. Eine Menge LSD vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Finden wir es heraus. Natürlich darf ich jetzt wieder einen Weg in den Ton finden. Na klar, warum auch nicht? Ich darf jetzt wieder durch die Gegend ballern, Alter. Komm her. Ja, gehofft. Komm schon. Hundert Kopfschüsse, nice. Aber da steht Achtung drauf, dann lehne ich mich lieber nicht an. Ha. Aber kein Wort nicht. Ja, bist du witzig oder bist du witzig? Hab ich ihn erwischt? Daumen leuchtet was. Daumen leuchtet alles. Das ist kein Schatz. Das ist kein Schatz. Schade. Mein Schatz, hätte ich mich echt gefreut. Jetzt ist die Mucke vorbei, jetzt kommt gleich. Die will ich nicht haben, die will ich haben. Die ist besser. Moni. Ich kenne keine kleinen Penne, Mann. Ich kenne normale Penne. Och, Mensch. Wie viele Kacklacken gibt's denn hier? Ja, so geschlossen. Oh. Nur aber. Er ist da drin. Ja, was ist ein bisschen witziger Typ. Wo zum Geier kam er denn jetzt her? Ah, die Dicken haben wir so. Die Dicken haben also die guten Waffen, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Wenn diese Action geladene Musik mal wieder aufhören. Danke. Ja, das Spiel hört auf mich. Cool. Ha, das Spiel hört auf mich, das finde ich voll cool. Ah, das könnte ja helfen.
Oh, klar, wir können keine Granaten helfen. Hier. Ach ja. Frauen. Frauen sind immer so liebevoll. Auch wenn sie mal schlecht drauf sind, sind Frauen liebevoll. Wie war hier nachladen? Okay, gar nicht, von alleine, okay. Mhm. Schön, so eine scheiß Kletteraktion hier, oder was? Ah, okay. Ist jetzt nicht wahr. Ist der Junge zu dumm zum Springen, oder? Kann bitte eventuell noch ein behinderter Gegner kommen? Was ist das für eine dämliche Fick-Steuerung? Jetzt mal ernsthaft, wie soll man denn da rankommen? Über die Liane, natürlich. Was für ein Blödsinn. Jetzt mal ernsthaft. Aha. Er kann es alleine runterspringen. Wenn ich das mache, springst du wieder neben. Okay. Ja, ist klar, dass immer mehr werden. Wir werden gejagt, Mädchen. Es war so klar. Mitten durch, komm schon. Oh oh. Okay, nicht, also nicht nach links. Was, du kleiner Wichser? Junge, der spielt gerade verarschen? Muss der Spacken, der immer auf mich schießt. Okay. Ich habe nie was gesagt. No. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Wir warten am Zollhaus auf dich. Ich sehe. Jawohl.
Oh, wenn ich nicht so einen Aim Vision Timewish hätte, ne? Ach so. Mieses Ding. Mies. Ich glaube, er droppt erstmal das Magazin noch ganz dezent. Nee, ich kann es bald lieber. So eine komische Waffe will ich nicht. Komm, ich frage mich, wie die Typen hier hinkommen. Die kennen die Wege nicht, aber sind vor mir hier. Ja, wahrscheinlich, der direkt in den Kopf. Oh, ist das anstrengend. Was meine ich jetzt? Das ist voll anstrengend, die ganze Zeit auf Kopfschuss zu machen. Da bin ich noch nur zum alten Zollhaus. Oder was anderes. Ich war immer lieb zum alten Zollhaus. Ich habe den Gegnern auch nie was getan. Also zumindest nicht bewusst. Und dann? Ah ja, okay. Okay. Das war diesmal einfacher als gedacht. Aber trotzdem könnte man Schatz wieder vertragen, Ted. Also Schatz wäre echt schon nice. Mein Ernst jetzt, wenn er mich nicht sehen würde. Ach Mann. Die Jungs sind voll anstrengend. Also übertrieben anstrengend, weil die hören einfach nicht auf. Naja. In der Salto, mein Junge. Nice. Komm nicht leider von hinten. Hallo? Was? Will mal raus, muss ich ja kurz. Auch einmal, Liz, war nice, dass du da warst. Ah, jetzt sind wir okay, okay, gut. Mikro würde ich nicht haben. Oh Mann, keine Munition mehr. Ja. Oh, neues Spielzeug. Warum können die sich eigentlich hinlegen, ob ich nicht?
Finde ich schon unfair. Ja, das ganze Spiel besteht darin, nur unfair zu sein. Okay, ich glaube, so geht's schneller. Die komische Spastenwaffe kannst du behalten. Müsste ja sogar eine Spaß sein. Wenn mich alles täuscht. Au. Dann habe ich auf jeden Fall was vergessen. Irgendwo habe ich was übersehen. Aber bestimmt nicht mit dir. Kommen Sie aus einer Ecke gekrochen? Er ist hier drüben! Kommt er dir gekrochen? Spackos! Okay, und jetzt da hoch dann. Und Jesse, war das eine gute Idee, was ich gemacht habe in der Küche? Okay, da hoch. Jetzt aber schnell. Noch einer. Ja, ja, noch einer, genau. Jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass wir hier links lang müssen. Warum springt der Hurensohn?
Bin ich der Einzige, der diese Probleme hat bei der Steuerung hier, oder was? Oder ist es allgemein so ein Problem bei diesem Game? Ich prügel durch den Controller, Alter. Gleich rechne. Das ist ja nicht normal, der springt in die Richtung hin, wo er hin soll. Und er sagt, nein, Digga, ich habe einfach gar keinen Bock drauf. Was ist das? Das ist voll die behinderte Steuerung. Wir hatten Naughty Dog geschafft, das Spiel so lange zu verkaufen, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich. Okay, bitte. Wasser hier. Ist das jetzt gerade sein Ernst, dass er sich daran hängt? Ja, wenigstens hat er sich da rangegangen und ich bin nicht gestorben. Ich bin dann am Arsch bin ich da hingesprungen, Alter. Soll ich an der Wand laufen oder was? Er hat an keiner Kante. Keiner Kante, ja? Läuft einfach weiter, aber an dieser. Einfach an keiner. Bei jeder Kante steht er. Und geht nicht weiter. Der? Oh, cool, bitte. Ich schwör's euch noch einmal, das Dreh ab. Weil es hier drin übelst warm ist, Schatz. Selbst ich schwitze mich hier zu Tode. Ja, ich bin auch kurz im Abtönen gerade. Ehrlich. Weil das akzeptiere ich, das nein, die Scheiße akzeptiere ich so einfach. Habe ich jetzt egal. Kante, ja? Das hier ist die Kante. Das ist die Kante. Nathan Drake. Oh, geht nicht weiter. Fall ich runter. Diese Passage gerade? Tot. Will springen? Ich spring zu euch. Ich spring zu euch. Ich steuere zu euch. Oh, Schatz. Wo ich mir denke, nein. Das ist
Das nehme ich so einfach nicht hin. Das nehme ich so einfach nicht hin. Das entzieht sich mir jeder Logik. Das kann und will ich einfach nicht verstehen. Und bevor ich das Spiel deinstalliere, mache ich lieber erstmal aus. Weil das ergibt einfach keinen Sinn. Das ist so, wo ich mir denke, so. Das ist. So wie er jetzt gerade gesprungen ist, ist das wie wenn ich mit dem Fahrrad als Geisterfahrer auf die Autobahn fahre. Hat denselben Effekt. Komplett hinrissig. Oh, ich habe mich extra schon so hingestellt, dass ich auf diese komische Kette gucke. Ich stehe direkt das Boot davor. Die Wand vor mir bildet ist ein 90-Grad-Winkel, wenn ich gegenfliegen würde. Er nimmt die Wand. Aber ihr habt es ja gesehen. Nein. Ich sag da einfach jetzt mal so. Ich sag da mal, das wird sonst. Das ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Weil warum soll ich jetzt das Spiel deinstallieren? Da habe ich keinen Bock drauf. Dann doch lieber erstmal ausmachen und entspannen. Und denken so. Alles viel besser. Ich kenne ja leider nur den vierten Teil, Lost Legacy. Nein, A Thief's End ist der vierte Teil, so rum. Ist das sehr der vierte? Wie blau das? Wie blau der Himmel? Krass. Ich sehe doch ein bisschen blöd, oder? Kann auch sein, dass es einfach nur heiter mit aussieht auf. Ja, also. Fleischbällchen, Mann. Fleischbällchen. So richtig so eine Fleischbällchen. Ja, ne, man müsste mal irgendwie. Oh, das wäre lecker. Aber ein Hackklößchen. Also so richtig Hackklößchen. Mit Käse macht. Ich weiß nicht, ob das was wird. Weil die im Wasser sind und was da noch so geil ist. Ja, das wäre bestimmt cool. Den abtropfen lässt, also reinfallen. Oh doch, das wäre glaube ich cool. Das muss ich mal ausprobieren. Das große Kind eigentlich immer noch, Schatz? Ja, ich schwitze unter dem Headset, ne? Ich schwitze unter meinen Kopfhörern, ne? Das ist unnormal. Ich feiere das gar nicht. Es ist einfach viel zu warm. Wie viel Grad sollen wir morgen haben? Das wird ja nicht mal besser. Es wird ja nicht mal besser. Kann die Alte da draußen mal die Fresse halten? auch 31 Grad, genau wie heute. Ey, das ist... Nein, da hab ich keinen Bock. Was ist denn jetzt höchste Finde? Ja, morgens um 7 haben wir schon 25 Grad. Ab 12 31 Grad. Bis abends um 5. Ich leg mich in den Kühlschrank.
Ich lege ihn morgen einfach in die Bücher. Durchschnittliche Werte sind sonst 21 Grad. Das ist doch nicht normal, Chat. Was ist das? Ja, ich hab Bock drauf. Ja, das wird mir jetzt auch zu warm hier in der Ecke eben. Das wird mir zu warm. Chat, ich mach für heute den Rechner aus, ey. Das ist mir echt too hot. War heute nur ein kurzer Stream, aber dafür ein Stream. Hätte jetzt was anderes gesagt. Bisschen früh Flo heute von mir. Ziemlich viele Tode heute von mir. Aber ich muss Luft rein, ey. Ich geh kaputt. Bis morgen, meine lieben Freunde.